Den wollte ich doch so gerne weghaben, verdammt. Yogi ist Reitern, ne? Zack. Was können wir hier bauen? Noch eine Goldmine. Jawoll. Wird gebaut. Gleich direkt. Komm. Wird nicht lang gefackelt. Zwergenschmiede. Die können wir zumindest schon mal verbessern. Immerhin. Silberwaffen. Meisterliche Rüstung. Perfekter Drill. Kriegsmeister. Zwergenstall ist jetzt auch dabei. Ah ja. Guck an. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Ja, dann nehmen wir die raus. Rekrutieren die noch einen Trupp Bogenschütze. Das reicht dann auch. Hoffe ich zumindest mal. Und dann könnt ihr gleich mal die da angreifen. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass sie jetzt direkt auf dem Portal rauskommen. Deswegen schicke ich die Siedler nämlich noch nicht rüber. So, der ist weg. Wunderbar. Der Trupp. So, ich hoffe, ihr seid nicht so doof und lasst euch aufreiben. Das wäre nämlich unverzeihlich, wenn ihr das machen würdet. Warten. Warten, warten. Ihr sollt nämlich alle gemeinsam diesen blöden Werwolf angreifen. Nekromantenschule, tot 30 Schaden. Ja, nimm mal mit. Karawolle. Eichenplanken. Skelettveteran, Klingenmauer, Resistenz, Nahkampf. Klingt natürlich auch gut. Ja, nimm das, Mann. Ist okay. Ersetzen. Erste Batterie. Feuer! 3 Schaden gegen den Oger. Okay. Warten. Du musst immer noch warten, Kollege, so leid es mir tut. Und weiter. Ah ja. Ihr habt einen eurer Rivalen kennengelernt, Herr. Ja. Einen unserer letzten Rivalen. So viele sind es nämlich nicht mehr. Oh, scheiße. Okay, das finde ich jetzt nicht so lustig. Was versucht denn da jetzt? Er hat die Einheit rüber geschickt. Warum schickt er die rüber? Ist er bescheuert? Jo. Hat er gerade einen Trupp Wölfe aufgerieben? Hoppla. Sorry. Ach, guck mal an, die Züge kann man auch wegklicken. Ah, okay. Das sind übrigens anscheinend auch Menschen. Okay, also sollte es ein leichtes Ziel sein. Ja, versuch du, die Mann zu verpissen. Bestimmt nicht. Das werde ich nicht zulassen, Kollege. Es wurde ein neuer Zauber erforscht, Herr. Ashar sieht euch und entbietet seinen Gruß. Mhm. Das ist also unser vorletzter Widersacher. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte... Wo ist denn hier Diplomatie? Das wollte ich haben. Das ist also unser letzter Rivale. Minus 24, Alter. Erster Eindruck, minus 8. Jo, macht nix. Bauer ist der. Mhm. Grumgok. Schön. Und? Den werde ich genauso umbringen wie die anderen Großzauberer auch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Armageddon ist durch. Damit haben wir auch nicht mehr so viele Zauber jetzt noch. So viele Technologien. Zauberbuzzer. Mana 100% Produktion. Ihr könnt einen Hafen bauen. Gerne. Macht das. Lasst euch davon nicht aufhalten. Reicht immer noch nicht. Der ist tatsächlich mit seinem blöden Vieh rübergekommen. Glaube ich ja wohl nicht. Ja, ich glaube, das schaffen doch. Obwohl. Ah, ich verbessere die lieber mal zu Scharfschützen. Unser Siedler muss auf jeden Fall da weg. Sonst geht er drauf.
Und ich habe dich vor, den draufgehen zu lassen. Das muss nicht sein. So, warten. Obwohl du eine Beförderung gekriegt hast. So, was haben wir hier? Resistenz. Die Ahnen können sich mal um das Dämonengehölz kümmern. Damit hat sich das nämlich gleich erledigt. Die normalen Vampire können sich um den, um das Dämonengehölz hier kümmern. 20 Punkte Schaden, das ist schon mal was. Ihr greift an. 12 Schaden, damit ist das erledigt. Sehr schön. Was hier alles lauert, ne? Guckt euch das an, was hier alles lauert. Wahnsinn. Ach, die dürfen sich nur ein Feld bewegen, ne? Ja, ich sehe das schon. Sind die denn dauerhaft? Die sind anscheinend dauerhaft verflucht, ne? Können wir den Fluch irgendwie aufheben? 20 Leben. Allsicht. Wir haben doch irgendwie einen Zauber bekommen, wenn ich mich nicht irre, der Flüche aufhebt. Oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Kleine Heilung? Nee, das meine ich nicht. Unsichtbarkeit. Ich habe doch hier ein heiliges Wort. Nee, heiliges Wort würde den eher schaden. Großer Bann. Entfernt ein Fluch. Befreit eine Stadt von einer... Nee. Gegenzauber. Bricht den Bann. Eines gegnerischen Großzauberers. Nee, habe ich auch nicht. Das ist einfach nur... Oder verklingt das nach einer Zeit? Ich weiß es nicht. Das müssen wir einfach abwarten. Das kann auch sein. Dass wir einfach abwarten müssen, bis das von alleine weggeht. Keine Ahnung. Übrigens für die Hacker, also, wie gesagt, das liegt dann leider nicht an Firefox, wie ich zuerst dachte. Nee, das kommt dann tatsächlich durch was anderes. Durch das Spiel anscheinend direkt. Jo, die haben gut auf die Nuss gekriegt. Ihr heilt euch erstmal. Genauso wie ihr. So, hier ist ein Schatten von Vindral durchgekommen. Den werden wir natürlich aufreiben. Denn die sind viel zu gefährlich, als dass man die am Leben lassen sollte. Und die greifen uns an. Ja, die schicke ich jetzt bestimmt nicht los. Warte es mal schön. Die haben wir schon bewegt. Dich können wir bewegen, aber vorsichtig. Zwei Gebäude wurden fertig. Die Diebinnen-Gilde und die Goldmine. Sehr schön. Damit haben wir jetzt Umsatz von 140 pro Runde. Hm. Sexy. Verlorene Karawane. Ah ja. Heilung. Wir werden natürlich auch bald den Zauberer direkt den Krieg erklären, damit wir auch gleich den überrennen können. Ist ja ganz klar. Die greifen absichtlich den, die Monstereinheit nicht an. Das sollen sie nämlich nicht. Oh, das waren Bogenschützen, habe ich gerade gesehen. Leichtfüßige Einheit ist entkommen. Ah ja. Seit wann ist die Einheit denn leichtfüßig? Das wäre mir aber neu. Gut, dann muss unser Scharfschütze den Job erledigen. Und damit hat es sich für das große Feuerelement erledigt. Sehr schön. Aber keine Sorge, auf der anderen Seite haben wir auch noch eins rumlungern. Ach, weil eine Einheit daneben steht. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, wieso kannst du dich nicht heilen? Oder was neben steht. Nein! Och, Mann. Ja, weil das Spiel hakt. Ich wollte nämlich eigentlich auf Heilung klicken, aber stattdessen hat das Spiel in dem Moment gehakt und dann habe ich auf was ganz. Habe ich stattdessen halt auf das Sechseck gedrückt. Super.
ganz toll, echt. Eieiei, da sind aber einige an Oger, wa? Heidewitzka. Würde jedenfalls erklären, warum die Stadt da oben einfach mal eine Monsterstadt wurde. Erste Batterie, Feuer! Segel setzen! Feuer frei! Zwei Schiffe lasse ich mal da, die anderen beiden kommen mit. Ich brauche euch da gegen dieses blöde Feuerelement. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Tacho sagt 1,5 Stunden. Segel setzen. 5 Schaden, schon mal gut. Ich glaube, ich sollte mal den Zauber gegen das Monster mal erneuern, den Schwächezauber. Wo haben wir den denn? Schwäche, kleine Schwäche. Ne, wir wollen die normale Schwäche. Da ist sie. So. Gut, die Schiffe sind nächste Runde wieder fit. Das ist sehr gut. Die werden sich dann nämlich darum kümmern, dass diese blöden, guten Hofwehrwölfe verschwinden. Vor Seemonstern muss ich mich ja hier jetzt unbedingt nicht mehr fürchten. Gott sei Dank. Ich glaube, das sind auch die einzigen Verstecke, die nicht nachspawnen. Soweit ich weiß. Die Kobolde kriegen auch nochmal einen auf die Nuss. Damit sind die auch erledigt. Ihr müsst leider nochmal warten, bis ihr dran seid. Dann könnt ihr es den Hofwehrwölfen zeigen, wer hier der Boss ist. Ach so. Macht er einfach so. Verstehe. So ein Arschloch bist du also. Offenbar hat das Vieh eine Beförderung gekriegt. Entweder das oder es hat sich anderweitig geheilt. Sag mal, wie viele Oger hat er da? Das ist ja Wahnsinn. Hä? Das habe ich aber nicht angeordnet. Das habe ich aber nicht angeordnet gerade. Die besten Bogenschützen von allen. Tja, ich schätze, ich muss die Bogenschützen nächste Runde abziehen. Die kommen da leider nicht gegen an. Schade, aber ist leider so. Das schaffen die nicht. Sehr interessant, was er hier so alles rumlaufen lässt. Ja, die sind weg. Die stehen nicht mehr auf. So, einmal den. Gut, dann können wir jetzt auch langsam die Siedler reinholen. Die ersten zwei, würde ich sagen. Müssen halt bloß noch die Dings loswerden. Stab von Makros. Ah ja. Ja, ihr müsst runter. So blöd es klingt. Nun wird bezahlt. Ihr müsst hoch. Ihr müsst runter, ihr müsst hoch. Supi. Nein, ihr geht nicht zurück. Ihr sollt nämlich die da angreifen. Hallo? Sie werden büßen. Danke. Damit hat es die nämlich schon mal zerrissen. Die dürfen leider nicht angreifen. Schade. Der hat 5 Beförderungen und ist so mächtig, dass er so einen Schatten von Vendral zerlegen kann, als wäre es nix. Wahnsinn. Das nenne ich mal einen Sportsmann. Aber einen richtigen Sportsmann. Ja, es war klar, dass du Arschloch dich heilst. Ist für dich ein gefundenes Fressen da, ne? Super. Genau das sollte nämlich nicht passieren. Es fühlt er sich da so wohl, dass er sich sagt, nö, jetzt bleibe ich hier. Gut, wir bauen einen edlen Werwolf. 4 Runden, ey. Alter, wie lange soll das denn noch dauern, sag mal. Aushab, ja, können wir gerne bauen. Erhöht nochmal die Forschung, obwohl wir die eigentlich gar nicht mehr brauchen, großartig. Ein Markt, jawohl.
Was haben wir hier? Kriegsuniversität, die haben wir aber schon. Hellebardenträger haben wir auch schon. Baut eine Münze. Zack. Städte sind aber auch riesig, ne? So, du wirst dich erstmal reparieren, genauso wie du. Dass ich darauf nicht vorher gekommen bin, ne? Es ist wie beim Kraken gewesen vorher. Dass ich da einfach nicht auf die Idee gekommen bin, mal zu sagen, ach komm, ich wirke mal einfach gefrieren bzw. Schwäche in dem Fall. Um den Gegner einfach mal im Zaum zu halten. Nein, Lars kommt da nicht drauf. Wahnsinn. Fähiger Zimmermann. Dann heilen die sich zukünftig nämlich auch immer um 2 Punkte. Das ist nicht verkehrt. Ja, kommt er nicht ran, ne? So ein Scheiß aber auch. Und für die ist es ein hervorragendes Training. Ich werde sowieso gleich mal speichern. Weil ich werde gleich mal ins Gebiet vom Hellblauen vormarschieren. Aggressiv, wie ich ja bin, ne? Wissen wir ja alle, wie aggressiv ich bin, ne? Königsschwert. Ah ja. Rück mir gleich mal vor. Ne, wenn er mir da noch droht, gibt es erst recht auf die Schnauze. Oh, das Prozedere kennt ihr ja bereits. Vierte Ardanias. Na? Das Spiel hakt aber ordentlich. Heidewitzka. Ist echt nicht gut. Könnte die übrigens noch weiter verbessern, fällt mir gerade ein, weil wir haben ja jetzt auch noch die Zwergengeschichte dazu gekriegt. Also unsere Einheiten werden quasi immer mächtiger und immer teurer. Ah ja. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist okay. Grauheim. Ah ja. Oder Grauhelm. Okay. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt. Ja, ich lasse die Vampire da. Die können sich ja mit den Ogern auseinandersetzen. Für die dürfte das ja kein Problem sein. Im Gegenteil, für die dürfte das eher ein Leckerbissen sein. Jo, die dürften weg sein. Ja, sind sie auch. Sehr gut. Euch lasse ich vorsichtshalber mal in der Stadt. Man weiß ja nie, was noch ankommen könnte. Ne, bei den ganzen Ogern, die da noch rumlaufen. Erst recht nicht. Die warten. Also das mit den Headset, das geht mir jetzt immer mehr auf den Keks. Wisst ihr das? Das geht mir echt auf den Keks. Dass das Headset immer wieder Tonlags drin hat. Ist echt schade, weil es ist echt ein gutes Headset. Aber der Anschluss ist irgendwie... Irgendwie ist der komplett für die Tonne. Keine Ahnung. Ist richtig merkwürdig. So, ich hoffe, die Werwölfe stehen da immer noch. Stehen sie auch. Sehr gut. Okay, mit deinen 4 Feldern kommst du nicht weit. Segel setzen. Karavell. Ich will, dass diese Werwölfe so derart geschwächt werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, immer eben... 2 ganze Schiffe einfach wegzuballern. Achtung, Feuer! 60 Punkte haben die, okay. Jo, der hat schon mal gut verloren. Und Feuer. Und sie sind weg. Sehr schön. Das war's für deine edlen Hofwehrwölfe. Diese Tonlecks, ne? Eieieiei. So, die Kobolde sind auch weg. Warten.
Warten. Ja, ihr müsst leider warten, Siedler, weil da unbedingt ein Donnerelement meint, sich da breit machen zu müssen. Leider.